damit begrüßen wir recht herzlich beim Sieg des ersten Laufes hier in Brünn den Meister den letzten Jahres. Und man muss sagen, das hat er sich schon schwer erkämpft. Mit nur 2 Punkten Vorsprung in der Meisterschaft hatte er mit viel Fleiß die Nase vorn. Und wer es ist, das wisst ihr vielleicht schon, Frank Häfner, Glückwunsch. Danke. Was für ein Rennen heute. 2-7-1, aus dem Ärmel geschüttelt bei Kälte. Man muss es schon so sagen, es war ein tolles Tausenderrennen und es sah sehr, sehr souverän aus. Eigentlich habe ich bloß gewonnen, dank Marius und seiner Berliner Luft. Man kann es so sagen. Ja, es war wirklich so. Es war einfach verdammt kalt und man konnte eigentlich bloß von Anfang an irgendwie versuchen, gleich Druck aufbauen, gleich ein Warm-up-Lap, richtig spät bremsen, das Vorderrad ein bisschen vorladen, dass du halt einfach warm wirst und dass das ganze Zeug warm wird. Und irgendwie hat es funktioniert. Irgendwie hat es funktioniert. Du sagst es immer so locker. Ich meine, du hast jetzt letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen. Du fährst im ersten Lauf hier in Brünn gleich mal ganz oben aufs Podium. Es ist ja auch so ein bisschen eine Ansage gegenüber dem Rest, weil ich meine, Sven Gödicke, der steckte erst im Verkehr. Der kam dann gut auf. Der wird vielleicht für morgen eine große Konkurrenz werden, aber du bist bei der Musik und wir wissen selber, wie schwer das ist. Du solltest eigentlich glücklich sein, aber ich kenne dich so ein bisschen als Skeptiker und den Moment abwarten. Was denkst du, was morgen hier passiert? Ja, skeptisch passt wohl. Ich bin mir nie sicher, weil du kennst es doch. Wenn du ein Rennen fährst, auch wenn du gewonnen hast, irgendwas hat man immer zu mäkeln. Ne? Am Ende wurde es doch langsamer und ich habe nicht so pushen können und irgendwie hat der Reifen dann doch wieder am Ende das Rutschen angefangen und eigentlich hätte doch und eigentlich hätte wenn und so weiter. Und das war wirklich, das Feeling war am Anfang richtig gut und zum Schluss wurde es zu schnell schlecht für meinen Geschmack, weil ich habe die beste Rennrunde in der ersten fliegenden Runde gemacht und ich bin eigentlich nicht der erste Runde, bam, beste Zeit und dann geht es immer bergab. Ja. So, ich brauche auch so ein bisschen, aber dem gehe ich jetzt noch auf den Grund und dann muss ich gucken, dass ich morgen eine Antwort finde, dass vielleicht Sven mir nicht zu nahe kommt und ich zumindest einen schönen Fight mit ihm habe und dann vielleicht die Oberhand behalten kann. Oder wer auch immer sonst noch kommt. Ganz genau, da sind ja noch ein paar andere, die natürlich auch ganz oben aufs Podium wollen. Und ich bin gespannt, wie es sich morgen entwickelt. Wir freuen uns sehr drauf und ich glaube, war eine klare Ansage gegenüber der Konkurrenz. Ja, der Meister muss liefern. Der Meister muss liefern, in diesem Sinne. Bis morgen.